hier wieder knallhart verarbeitet, wie immer. Und ein Pool, der muss mindestens, ja, eigentlich immer wieder dreckig ist. Und ihr seht, was wir hier auf ein bisschen Natur haben. Deswegen ist das immer, muss man mal tun. Dann kommt noch die Staubsauger, der kommt einmal in der Woche. Und Pool hat schon gesagt, ich will Poolreiniger werden. Poolreiniger ist mein Job. Ja. Jetzt haben wir noch nicht so heiße Temperaturen hier. Wenn wir über 35 Grad sind, dann ist Pool. Da gehst du am besten ins Wasser. Dann bist du immer schön abgekühlt und dann holst du die Hand raus. Und dann spritzt du dir die Richtung ab. Ja, und das ist immer erfreulich. Und ich denke, boah, ey, sehr, sehr wichtig. Es ist ein Tag später, nachdem wir hier angekommen sind. Ne? So, jetzt bin ich hier im Tiefenreich. Ihr seht mich jetzt nur halb, weil ich habe keine Handyhalterung. Ne? Aber es ist ja alles, was hier unten ist, ist wichtig. Das ist nicht jeden Tag, muss man das eigentlich machen, weil die Blätter sind jeden Tag wieder drin. Und da musst du die ganze Scheiße rausziehen. Und das machst du irgendwie 50 Mal, oder? Ich bin jetzt ganz viel mit Statistiken. Jetzt muss man auch warten, bis es ruhig wird, also das ist halt gewetterlich am Boden. Ja, und dann kannst du fischen, das ist eigentlich fischen. Ja, ich bin auch schon währenddessen ins Wasser gefallen. Macht noch nichts. Wir sind immer so geile Temperaturen. Ne? Oh, da. Hier hast du eigentlich immer Arbeit. Immer. Der Vorteil ist bei uns hier, wir sind nur 900 Meter vom Strand entfernt. Das heißt, das Gute kommt immer im Kopf so dabei. Das heißt, ich könnte euch jetzt was vorspielen, als ich wieder ins Wasser falle. Oh, ist mein Handy dazu rum. Und das ist alle wieder kaputt, wenn ich hier reinfalle. Aber, ne. So, und war's erstmal. Oh, da ist was. Weil das ist. Eigentlich hat sie überall. Aber wenn der Saugroboter kommt, nein, nicht. Wir haben einen manuellen Staubsauger, der dann hier im Wasser rumfährt. Das ist. Dauert alles und da muss auch keiner machen, wenn wir nicht hier sind. Der geht da nicht alleine ins Wasser. Dann muss man einen Hausmeister haben. Der dann, ich zeige euch gleich das Wasser, ihr kennt das schon von den anderen Aufnahmen, wo durch das Wasser so schön und sauber ist wie hier. Und das Wichtigste ist, wenn du Bock hast, springst du einfach rein. Und du machst ja keinen Kopf darum, ist das jetzt sauber genug, das Wasser, das ich hier mit meiner Haut, die Ressourcen so sprühe, dass ich hier reinspringen kann, wie viel Chlor ist denn hier drin? Ja, Chlor muss auch noch einer reintun immer, aber ist sehr, sehr dezent. Weil ich ja auch keine Chlorallergie habe. Ich bin ganz allergisch irgendwie. So. So, da ist noch ein Blättchen. Mehrere Blättchen. Da haben wir 27 Grad gefühlt. Ich lebe hier total ohne Thermometer, weil da ist immer Sonne. Ist echt. In diesem Breitengrad, wo wir uns hier rumtreiben, hast du 3-4 Tage im Jahr Regen. Ja, mal zwischendurch mal ein ganz kleines Schauer, bam, und da ist da, so, ist da sofort alles wieder trocken hier. Ne? Ich mache das immer morgens so um 8 Uhr rum, weil. Oh, da ist noch was. Okay.
schwarzes Frühstück vor mir. Wenn dann noch was nachgemacht werden muss, Mittagessen. Ha! So, dann war's erstmal. Danke. Und jetzt mache ich die Kiste hier von euch aus. Demnächst habe ich ein Handyhalterung. Tschüss! Und Freunde, ich zeige euch das nochmal. Das ist eigentlich schon ziemlich gut sauber. Hier ist nur ein Blatt. Da. Und ich zeige euch schon noch, wie perfektionistisch ich bin. Ich gehe extra nochmal, ich hatte den Kescher schon abgelegt, gehe extra nochmal hier hin, um ein Blatt rausholen. Hier, ja. Und weg ist es. Sauber. Genialo, ne? So muss das.